Okay, also hallo und herzlich willkommen. Ist mal wieder Freitag, Zeit für eine kleine Get-to-Know-Sprechstunde. Wie es der Zufall so will, ist heute auch bei mir ein Student mit im Raum und hat eine fantastische Frage zum Thema Widerstandswürfel. Und deshalb mache ich mal gleich das Aufgabenheft auf und gebe mal meinen Bildschirm frei, inklusive Ton, den wir im Moment wahrscheinlich noch nicht brauchen, und klicke mal auf Freigeben. Und schiebe mal mein Kamerafensterchen noch so ein bisschen hin und sortiere mal hier noch so ein paar Anzeigen auf dem Bildschirm. Okay, also diese Aufgabe zum Ersatzwiderstand, Aufgabe 29, behandelt einen Widerstandswürfel. Hier ist mal dieser Würfel aufgezeichnet und so ein Würfel hat ja 8 Ecken und 12 Kanten und 6 Seiten, und an diesen 12 Kanten soll jeweils ein Widerstand sein mit 1 Kilo Ohm. Und dann sind Ersatzwiderstände gefragt, nämlich zwischen den Ecken 1 und 2, 1 und 3 und 1 und 7. Und dann ist noch ein netter Hinweis gegeben, man soll Symmetrie und Potentialgleichheit nutzen. So, und wir haben uns jetzt schon vorher darüber so ein bisschen unterhalten, was eigentlich so die Schwierigkeit an der Aufgabe ist. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt mal versuchen zu erklären, wie ich so rangehe, und du kannst ja zwischendurch einfach, wenn dir irgendwas spanisch vorkommt, sagen, warum ist das jetzt so? Also ich würde mal mit der auch, so wie es hier steht, mit der 1 und 2 anfangen, obwohl das wahrscheinlich vielleicht sogar die schwierigste ist, also der Ersatzwiderstand von hier nach hier. Und aus meiner Sicht besteht jetzt die Schwierigkeit hauptsächlich darin, dieses 3D Schaltbild, also oder dieses 3D-Bild irgendwie in ein 2D-Bild umzuzeichnen. Ja, und dann zu versuchen, eben irgendwie diese Symmetrie und Potentialgleichheit da zu nutzen. Naja, okay. Und dazu versuche ich jetzt mal, dieses Schaltbild so umzuzeichnen, dass alle Widerstände immer von oben nach unten zeigen, sodass Strom immer von oben nach unten fließt. Oder man könnte das auch machen, dass Strom auch von rechts nach links fließt. Also weil man dann natürlich vielleicht potenziell besonders gut diese Symmetrie und Potentialgleichheit erkennt. Also ich fange mal hier oben mit dem Knoten 1 an. Und dann können wir sehen, dann gibt es an dem Knoten 1 eigentlich so eine Aufspaltung. Der Strom kann einmal zu 2 fließen, dann ist er auch schon bei 2 angekommen. Oder der kann zum Knoten 4 fließen und zum Knoten 5 fließen. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Das gibt es jetzt so eine Dreieraufspaltung. Versuche mal den Platz hier ein bisschen großzügig zu nutzen, und sage mal, also wir können über den Widerstand R2, nee, über den, also über einen Widerstand fließen zum Knoten 2. Wie groß die Widerstände sind, ist ja jetzt, spielt jetzt keine Rolle, weil die alle gleich groß sind. So, und dann komme ich hier unten an dem Knoten 2 an, und man sieht ja, an Knoten 2 gibt es auch wieder drei Möglichkeiten, hier anzukommen. Also wenn das am Ende symmetrisch sein soll und so, dann könnte ich das hier schon mal ungefähr genauso gleich groß zeichnen. Okay, sieht das bei dir ungefähr so ähnlich aus? Ja, ich habe es zu Du hast anderen es Geometrien. in eine andere Geometrie. Ja, also wie gesagt, ich glaube, der Trick ist auch zu sagen, alle Widerstände zeigen in eine Richtung, damit man besser Reihen- und Parallelschaltung und solche Sachen erkennt. Okay, jetzt können wir also weiter uns überlegen, wir kommen vom Knoten 1 zum Knoten 4 und zum Knoten 5. Und genauso könnte ich mir schon mal überlegen, am Knoten 2, ne, wenn ich das Pferd von hinten aufzäume, komme ich vom Knoten 3 und vom Knoten 6 an. Also da gibt es auch diese zwei Möglichkeiten. Die zeichne ich jetzt erstmal irgendwie so ein. Also einmal hier ein Widerstand und noch ein Widerstand. Da komme ich irgendwie zu 3 und 6. Und hier oben habe ich diese zwei Möglichkeiten loszulaufen und komme zu einem Knoten 4 und Knoten 5. So, und jetzt kann man schon mal gucken. Also von 4 gibt es eine direkte Verbindung zu 3. Also wäre es nicht schlecht, wenn ich hier die 4 hinmale zum Beispiel und hier die 3. Und vom Knoten 5 gibt es ja auch schon mal eine direkte Verbindung zum Knoten 6. Also wäre das gar nicht so verkehrt, wenn ich hier die 5 hinschreibe und da die 6. Ja, weil dann kann ich eben weiter gucken. Von 4 zu 3 geht es jetzt einfach über einen weiteren Widerstand. Und von 5 zu 6 geht es auch über einen weiteren Widerstand. Also hier kann ich schon mal auch eine direkte Verbindung so einzeichnen von 4
zum Knoten 3 und vom Knoten 5 zum Knoten 6 hier runter. So, es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, nämlich vom Knoten 5 zum Knoten 8 zu laufen oder vom Knoten 4 zum Knoten 8 zu laufen. Und dann kommt man jeweils zu 7 und von 7 geht es auch wieder zurück, wenn man so will, zu 6 und zur 3. Also von, ja, und das ist jetzt eben so, ja, so ein bisschen trickreich vielleicht, wie man das einzeichnet. Also ich mache mal hier einen Knoten von 4 kann ich loslaufen und von der 5 kann ich loslaufen über einen weiteren Widerstand. Dann komme ich zur 8 und von der 8 gibt es einen Widerstand zur 7 und dann komme ich wieder über zurück. Ne? Also hier geht das jetzt zusammen. So, dann habe ich wieder einen Widerstand. Den habe ich jetzt, ne, eigentlich ein bisschen zu tief eingezeichnet, aber egal. So, und hier komme ich jetzt wieder zur 3 und hier komme ich auch wieder zur 6. So, und dieser Knotenpunkt hier, das ist die 8 und der Knotenpunkt hier, das ist die 7. Jetzt ist es so ein bisschen unschön, weil man jetzt die Symmetrie nicht mehr, ne, das müsste eigentlich ein bisschen höher sein. Aber das können wir uns jetzt im Endeffekt vorstellen. So, und naja, also jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt hier mit Symmetrie und Potentialgleichheit. Ja, und irgendwie müssen wir das jetzt ja versuchen, in Reihen- und Parallelschaltung aufzulösen. Und das, was auf jeden Fall trickreich ist, ist das hier in der Mitte, dieses Konstrukt. Also das ist irgendwas und dazu ist der auf jeden Fall parallel. Aber die beiden hier sind nicht notwendigerweise direkt parallel, weil ja über denen nicht unbedingt die gleiche Spannung abfallen muss. So, jetzt können wir aber gucken, also wir können, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, ja, wir können jetzt auf jeden Fall hier uns für diesen Teil hier hinten eine Symmetrieachse einzeichnen und sagen, die Hälfte ist genauso groß wie die Hälfte. Und ja, und wir könnten im Endeffekt auch nochmal, ich zeichne jetzt mal so ein bisschen gebogen die Symmetrieachse. Also eigentlich gibt es hier auch nochmal so eine Symmetrieachse. Der Teil hier oben ist ja genau das gleiche wie der Teil dort unten. Und das könnte ich auch in die Richtung spiegeln. Und naja, weil jetzt der linke Teil so groß ist wie der rechte Teil und weil die Widerstände alle gleich groß sind, kann ich eben auch sagen, und jetzt nehme ich mal, also das ist Symmetrie, ne? Schreibe ich mal dran. Das ist, hier haben wir jetzt Symmetrie ausgenutzt. Und jetzt nehme ich noch eine andere Farbe für Potentialgleichheit. Und jetzt kann man eben sagen, okay, wenn der Widerstand gleich groß sind und hier wird irgendwie der gleiche Strom fließen, wird ja hier und hier auch die gleiche Spannung abfallen, dann ist 5 und 4 eigentlich auf gleichem Potential, dann kann ich hier praktisch eine Verbindung ziehen. Und mit genau der gleichen Begründung kann ich hier unten auch eine Verbindung ziehen und kann als grüne Linie eben Potentialgleichheit nutzen. So. Und das hilft jetzt enorm. Warum? Weil man jetzt natürlich einfach sagen kann, okay, der hier oben, die sind jetzt wirklich parallel. Und die beiden sind parallel. Und dann ist der in Reihe und die beiden sind parallel. Und zu dem Konstrukt sind dann die beiden parallel. Und die beiden sind parallel. Und das Ganze hier ist wieder in Reihe. Ja, und jetzt kann ich eben dazu eine Formel aufschreiben. Jetzt mache ich das mal hier groß und hoffe mal, dass das nicht alles auseinanderfliegt. Aber das hat funktioniert. Und schreibt mal einfach jetzt eine Formel auf für R1, 2. Also, da ist einmal R und dann haben wir zu dem R parallel dieses ganze Konstrukt und das ist eine Reihenschaltung von R parallel R hier oben. Und nochmal R parallel R hier unten, das schreibe ich gleich
oder schreibe ich am Ende. Also dazwischen hätten wir jetzt erstmal, was auch ziemlich abgefahren ist, also ein R parallel zu einem R parallel plus R plus R parallel R. Ja, also ich schreibe das jetzt so sehr ausführlich hin. R parallel R plus R nochmal parallel R. Dann zudem nochmal ein parallel R, nämlich den hier hinten. Das ist jetzt der ganze mittlere Teil. Und jetzt kommt dazu nochmal ein plus R parallel R, nämlich das hier unten. Und das Ganze ist dann eben parallel zu dem R hier drüben. So, und jetzt kann man das natürlich einfach versuchen, so ein bisschen zu vereinfachen und auszurechnen. Also immer R parallel R ist einfach R halbe. Und also dann haben wir hier nochmal ein R. Oder hier kann ich auch wieder sagen, R, die Reihenfolge der Parallelschaltung ist ja egal. Also hier habe ich ein R parallel R. Das ist auch nochmal ein R halbe. Und das ist parallel zu einem, das ist R halbe, das ist R halbe, macht zusammen wieder ein R plus R macht 2R. So, damit haben wir den ganzen inneren Teil abgearbeitet und jetzt kommt hier hinten nochmal plus ein R halbe. Und das Ganze ist wieder immer noch parallel zu dem R hier vorne. So, dann können wir sagen, okay, R halbe plus R halbe macht ein ganzes R, was wir hier vorne haben. Und tja, R halbe parallel 2R ist jetzt auch ein bisschen trickreich im Kopf auszurechnen, wenn man so will. Was muss man da rechnen? 1 durch 1,5 dann ja. 2 Drittel. Ja, lass mich mal auch rechnen. Also ich würde es jetzt so rechnen mit, also es muss ja, das Gesamte muss ja schon mal kleiner sein als R halbe. Also 2 Drittel kann es nicht sein, weil der kleinere Widerstand gewinnt ja auf jeden Fall schon mal. Also ich würde es rechnen, das Produkt geteilt durch die Summe. Also R halbe mal 2R macht genau 1 oder 1 R Quadrat im Prinzip. Aber 1 vom Zahlenwert her und ein halb plus 2 macht 2,5 macht 5 halbe. Also 1 durch 5 halbe macht 2 Fünftel. Ja, also haben wir hier 2 Fünftel plus das eine macht 7 Fünftel, richtig? Ja, können wir nochmal aufschreiben. Also R parallel zu dem R plus 2 Fünftel. Ja, und also 2 Fünftel für die Parallelschaltung passt auch, weil 2 Fünftel ist ja kleiner als ein halb. So, und das sind natürlich hier 5 Fünftel R und dann macht das 7 Fünftel R und dann kann ich eben rechnen, also R parallel zu 7 Fünftel R. Jetzt wird es schon fast ein bisschen tricky, das im Kopf zu rechnen. Also wieder Produkt geteilt durch die Summe. Das Produkt sind 7 Fünftel R Quadrat geteilt durch die Summe. Das sind ja auch wieder 5 Fünftel und 5 und 7 macht 12, macht 12 Fünftel R. Dann kürze ich R Quadrat gegen R und die Fünftel gegen Fünftel und dann bleibt 7 Zwölftel R über. Und wenn R 1 Kilo Ohm sind, sind das eben 7 Zwölftel Kilo Ohm. Und jetzt kann man das natürlich in einen Dezimalbruch umwandeln. Ein Zwölftel ist fies zu rechnen. Aber mein Student hat zum Glück einen Taschenrechner an der Hand und wird mir gleich ein Ergebnis sagen. 583 Ohm. 583 Ohm. Und das, also ja, würde ich mal sagen, ne, ein Sechstel. Das sind ja sowas wie 166, also ne, von 1000, ein Sechstel sind 166, nochmal die Hälfte sind irgendwie diese 83. Und jetzt haben wir eben 6 Zwölftel, wir haben ein Halb und nochmal ein Zwölftel dazu macht 563. Das doch jetzt mit so ein bisschen Geduld und Spucke kriegt man das auch im Kopf ausgerechnet. Jetzt können wir natürlich mal einmal hier in die Ergebniskontrolle reinschauen, wenn ich sie denn finde.
Nee, da gehe ich einfach mal in das andere Übungsheft rein. Da ist das nämlich verlinkt und klicke mal hier hin und scroll mal runter bis zur Aufgabe 29. Die ist hier. Genau, und dann sind das 583 Uhr. Also das passt auf jeden Fall schon mal und sollte natürlich auch so sein. Okay, dann speichere ich das mal einmal kurz, bevor der Computer abstürzt und nenne es mal Aufgabe 29a. Und klick mal eine neue Seite an, mach das mal wieder klein, so dass ich das hier nebenhin bekomme und den Würfel wieder sehe. Und wir können mal über B nachdenken. Das war von 1 nach 3. Ja? Also im Endeffekt wieder die gleiche Idee. Ich zeichne die Schaltung so hin, dass ich hier oben mit der 1 anfange. Jetzt will ich hier unten bei der 3 rauskommen. Und hab wieder, wenn ich bei 1 loslaufe, genauso drei Möglichkeiten. Ich kann zur 2 laufen, zur 4 und zur 5. Also zeichne ich hier oben jetzt einfach mal eine etwas breitere Dreiteilung, vielleicht sogar noch ein bisschen breiter. So, und könnt jetzt eben laufen zur 2, zur 4 und zur 5. Ich zeichne auf jeden Fall erstmal drei Widerstände ein, wo die dann genau rauskommen. Das können wir uns gleich noch überlegen. Also was wieder geschickt ist, dass man eben irgendwie Symmetrie erkennt und sowas. So, und hier unten, also bei der 3 kommen wir genauso an mit drei Möglichkeiten von der 4, von der 2 und von der 7. Also zeichne ich hier unten, ups, auch einen Querstrich, der ein bisschen was länger ist. Zeichne den Knotenpunkt ein und zeichne jetzt einfach mal drei Widerstände an für die drei Möglichkeiten, von denen ich hier ankommen kann. Also eins, zwei und noch einen dritten. So, und jetzt ist wieder so ein bisschen die Überlegung, wie beschrifte ich die? Also ich komme von der 1 zur 2 zur 3. Also wenn ich zum Beispiel hier sage, das ist die 2, dann könnte ich die hier schon mal miteinander verbinden. Dann bin ich mich schon bei der 3 angekommen. So, und genauso könnte ich auch sagen, ich gehe von der 1 zur 4 und komme bei der 3 an. Weiß nicht, die mache ich jetzt mal, zeichne ich jetzt mal hier hinten hin, weil mir das dann am symmetrischsten erscheint. Also von der 1 zur 4 und zur 3. Jetzt gibt es noch diese Möglichkeit, ich laufe von der 1 zur 5. Also das muss hier ganz unbedingt die 5 sein und ich komme von der 7 zur 3 an. Dann muss das ja auf jeden Fall die 7 sein. Und jetzt gibt es eben noch diese Möglichkeiten. Ich laufe von der 5 zur 8 zur 7 oder von der 5 zur 6 zur 7. Und es gibt dann noch eine Verbindung von der 6 zur 2 und von der 8 zur 4. Also ich zeichne erstmal diese vier Widerstände ein. Ja, von der 5 gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten loszulaufen und zwei Möglichkeiten weiterzulaufen. Und dann komme ich auf jeden Fall wieder bei der 7 an. Und es gibt diesen anderen Pfad so. Und dann komme ich auch wieder bei der 7 an. Und zeichne hier schon mal einen Knotenpunkt ein und einen Knotenpunkt. So, also jetzt nochmal, welche Seite ist am besten? Ne? Also von der 5 geht zur 6 und es geht zur 8. Es ist schlau, wenn ich die 6 hier drüben einzeichne, weil die 6 ist ja auch noch mit der 2 verbunden. Also zwischen diesem Punkt und diesem Punkt hier gibt es auch noch einen Widerstand. Und zwischen der 8 und der 4, das ist hier die 8 jetzt, zwischen der 8 und der 4 gibt es auch noch einen Widerstand. Das haben wir jetzt bei dem vorherigen Schaltbild gar nicht so richtig kontrolliert. Aber was jetzt natürlich so sein sollte, ist, an jeder Ecke des Widerstandes sind drei Kanten anliegend. Also sollte es an jedem Knoten ja auch immer drei Widerstände geben. Wenn es auf einmal nur zwei gäbe oder wenn es vier gäbe oder so, wäre das komisch. Dann hätten wir das auf jeden Fall falsch umgezeichnet. Können wir nochmal kurze Kontrolle hier oben machen. Hier ist das aber auch so. Ja? Also an jedem Knotenpunkt, den ich hier eingezeichnet habe, sind immer genau drei Widerstände dran. Also exklusiv natürlich dieser Potentialgleichheitslinien. Okay, so wie das jetzt eingezeichnet ist, erkennt man natürlich sofort zwei Potentiallinien wieder, zwei Symmetrielinien.
Nämlich? In der Mitte. Genau, einfach in der Mitte durch. Also hier gibt es eine Symmetrielinie in die Richtung. Schreibe ich jetzt nicht dran. Blau ist genauso wie bei dem vorigen Beispiel Symmetrie. Und es gibt auch hier wieder aus dem Grund, weil die Widerstände eben alle gleich groß sind und weil es diese Symmetrie gibt, gibt es auch wieder Potentialgleichheit. Zum Beispiel sollte natürlich, weil dieser und dieser Widerstand gleich groß ist und weil es von hier nach oben und nach unten und hier und so und rechts und links eben gleich ist, sollten dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt und dieser Punkt, die sollten alle auf dem gleichen Potential liegen. Ja, sodass, wie wir schon vorher, als wir über die andere Skizze nachgedacht haben, kurz diskutiert haben, also in dem Fall fließt jetzt über diesen Zweig hier und über diesen Zweig hinten, da ist ein Widerstand angeschlossen, aber da fließt im Prinzip kein Strom drüber. Und da fällt auch keine Spannung ab, und weil dann keine Spannung abfällt, kann ich die auch einfach miteinander kurzschließen, dann fließt immer noch kein Strom drüber über diesen Kurzschluss. So, und das macht das jetzt in dem Fall natürlich dann auch wieder relativ simpel, da eine Formel für hinzuschreiben, für den Ersatzwiderstand in dem Fall, also den Widerstand R1,3, nämlich wir haben hier oben einen Widerstand R. So, dann ist zudem parallel eine Reihenschaltung aus R und R parallel R, richtig? Ja, ich hab das. Also R plus R parallel R. Ja. Und dann drüben ist nochmal ein Widerstand R parallel. Also hier sind drei Zweige parallel geschaltet. R, ja, hier vorne und hier hinten und in der Mitte R plus R parallel R. Und das Ganze aufgrund der Symmetrie haben wir jetzt einfach mal 2, weil zweimal in Reihe geschaltet. Ja? Könnte so hinhauen. So, jetzt können wir wieder sagen, das hier ist R halbe, R parallel R ist auch wieder R halbe, also haben wir R halbe parallel R plus R halbe sind 3 halbe R. Und das Ganze mal 2. Dann ist diese Parallelschaltung hier Produkt mal die Summe. Also das sind 3 Viertel R Quadrat geteilt durch 1 halb plus 3 halbe macht 2 ganze R. Quadrat wegkürzen. 3 Viertel durch 2 macht 3 Achtel. Oder beziehungsweise wir können sagen, ne, das ist ja jetzt diese Parallelschaltung. Hinten gibt es ja noch das mal 2, die 2 und die 2 kürzen sich einfach weg. Und dann bleiben da 3 Viertel R über. Oder eben 3 Viertel von einem Kilo Ohm. Und das kann man jetzt sehr gut und sehr einfach im Kopf rechnen. Das sind 750 Ohm. Ist richtig. Und das ist richtig, können wir nochmal kurze Kontrolle hier im Aufgabenheft machen, in der Ergebniskontrolle, die stehen genau hier, die 750 Ohm für den Widerstand R1,3. Okay, dann speichere ich das an der Stelle auch mal einmal ganz kurz ab, auf die Gefahr hin, dass hier nicht notwendigerweise der Computer, aber vielleicht das Zeichenprogramm abstürzt, spendiere uns noch eine neue Seite, mache das wieder ein bisschen kleiner, ziehe das hier rüber. Und wir können über die letzte Teilaufgabe nachdenken, wie groß ist der Ersatzwiderstand zwischen 1 und 7 in diesem Widerstandswürfel. Das ist jetzt vielleicht die, kann man sich schon überlegen, ein bisschen die trickreichste Schaltung, aber also auf jeden Fall auch eine sehr symmetrische, weil das jetzt ja wirklich so einmal komplett durch die Raumdiagonale von diesem Würfel gedacht ist. Also fange ich wieder an, hier oben zu sagen, es geht bei der 1 los. Und wir wollen unten auf jeden Fall bei der 7 ankommen. Und es gibt wie immer drei Möglichkeiten, mit denen ich loslaufen kann. Das heißt, ich zeichne das hier ein bisschen zur Breite, ich zeichne das hier ein bisschen zur Breite. Also der erste Teil der Schaltung ist irgendwie immer ziemlich gleich, wenn man so will.
lernen, weil es immer diese drei Möglichkeiten gibt, loszulaufen. Bloß bei dem ersten Schaltbild war man ja bei dem ersten Widerstand gleich sozusagen am Ende wieder angekommen. Hier ist das jetzt ein bisschen anders. So, also die drei Möglichkeiten gibt's. Und jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir die irgendwie geschickt beschriften. Also von der 1 geht es zur 2, zur 4 und der 5. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen. Bei der 7 kommen wir an von der 6, der 3 und der 8. Und es geht von der 5 auf jeden Fall zur 6 und zur 8 weiter. Also wenn ich hier oben sage, zum Beispiel hier ist die 5, ja, dann wäre es vielleicht schlau zu sagen, hier unten, hier wäre die 6 zum Beispiel und hier komme ich bei der 8 an. Weil von der 5 geht es weiter zur 6, von der 5 geht es weiter zur 8. Also diese Verbindung von der 5 zur 6 könnte ich auf jeden Fall auch schon mal einzeichnen. Vielleicht mache ich das auch einfach mal. Also es geht von der 5 zur 6 und es geht von der 5, ich zeichne jetzt mal mit Absicht eben nicht so schräg ein, sondern auch mit so Linien, von der 5 komme ich zur 8 an. So, dann kann ich von der 1 auch zum Beispiel zur 4 laufen. Ja, könnte das hier geschickterweise die 4 sein. Von der 4 komme ich auch zur 8, kann ich auch schon mal einzeichnen. Und von der 4 komme ich auch zur 3. Und die 3 ist ja die letzte, die mir hier noch fehlt. Und das zeichne ich jetzt genauso ein. Also von der 4 komme ich zur 3. Zeichne auch schon mal einen Knotenpunkt. So, 5, 4, die 2 ist die noch, die hier oben fehlt als Nummer. Und von der 2 komme ich auch zur 3. Die Verbindung kann ich auch direkt einzeichnen. Und jetzt fehlt noch eine so ein bisschen absurde Verbindung, nämlich die von der 2 zur 6. So, und die muss ich jetzt so ein bisschen, so sehr avantgardistisch einzeichnen. Also eine Variante wäre zu sagen, ich zeichne die jetzt hier so außen um alles einmal ringsrum, um das ganze Schaltbild, um jetzt eine Überkreuzung. Ja, also wenn man das jetzt wirklich auf einer Leiterplatte aufbauen würde, so dann würde man ja nicht machen. Es ist viel einfacher, das wirklich als Widerstandswürfel aufzubauen. So, dann komme ich hier auch bei der 6 raus. Und ich könnte mir eben natürlich vorstellen, dass dieser Knotenpunkt hier genau auf dem gleichen Potenzial ist wie dieser hier oben. Ja? Also ich zeichne mal nochmal ein, wir könnten jetzt auch hier einfach so eine Verbindung machen und sagen, das geht hier so rüber, ist nicht verbunden und das ist hier nicht verbunden und geht hier so rüber und dann komme ich eben an diesem Punkt hier hinten am Ende an. Okay, dann sind jetzt auch alle 8 Ecken beschriftet. Es sind alle 12 Widerstände da und jeder Widerstand ist auch wieder an drei Knoten angeschlossen. Also ist prinzipiell richtig umgezeichnet. So, solche Symmetrie sieht man jetzt hier gar nicht so richtig schön. Also außer vielleicht, ja, es gibt drei Zweige, in denen im Endeffekt immer genau das Gleiche passiert. Da ist ein so ein Widerstand, dann sind irgendwie zwei parallel. Die sind dann immer so jeweils mit dem nächsten verbunden, ja, und der nächste nach links heißt eben, okay, ich fange ganz rechts wieder an und dann sind wieder drei Widerstände parallel. Also es gibt solche Dreier-Symmetrie. Ich könnte jetzt so ein bisschen versuchen im Prinzip zu sagen, okay, ich könnte jetzt wahrscheinlich, also ne, an der Stelle solche Symmetrieachse einzeichnen, keine wirklich spiegelsymmetrische, aber zumindest die drei Teile, die wir jetzt hier hätten, die sich durch diese drei Achsen ergeben, die sind gleich. Und die Widerstände sind ja auch wieder gleich. Und dementsprechend ergibt sich auch wieder so eine Potentialgleichheit. Bei den jeweiligen drei Knoten. Genau, bei den jeweiligen drei Knoten hier. Ja, also wenn die Widerstände gleich groß sind und die Widerstände sind alle gleich groß und die sind alle gleich groß, warum sollte hier was anderes passieren als hier, wenn doch auch diese drei Zweige gleich groß sind? Also kann ich wieder
potenziell gleichheitsmäßig das miteinander verbinden und ich kann das alles hier oben, also wo eigentlich diese Linie schon eingezeichnet ist, ich kann hier einen Knotenpunkt einzeichnen, hier einen Knotenpunkt oder eben sagen, ne, das hier ist alles miteinander verbunden. Okay, und damit ist es natürlich auch hier relativ einfach, einen Widerstand hinzuschreiben, R1,7 als Gesamtwiderstand, weil der wäre einfach R parallel zu R parallel zu R. Und wenn ich dreimal den Widerstand R parallel schalte, kommt was bei raus? Ein Drittel R, ganz genau. So, dann habe ich dazu in Reihe eine Parallelschaltung von 6 Widerständen, die jeweils R groß sind. Macht ein Sechstel R. Und dann habe ich hier unten nochmal ein Drittel R. So, und dann ist ein Drittel und ein Drittel macht 2/3 oder 4/6 und noch ein Sechstel dazu macht 5/6 R. Und dann hatten wir schon gesagt, ein Sechstel sind irgendwie 166, also von den 1000 fehlen uns 166, also müssten das 833 Ohm sein, wenn das R eben 1 Kilo Ohm ist. Und eine kurze Kontrolle in der Ergebniskontrolle des Aufgabenhefts offenbart, dass das auch stimmt an der Stelle und ziemlich gut funktioniert. So, jetzt mache ich das nochmal ein bisschen kleiner und schiebe das mal hier rüber. Also, ja, kurze Zusammenfassung, was bei dieser Aufgabe hilft, denke ich definitiv, ist, sich dieses 3D-Bildchen eben umzuzeichnen in ein 2D-Bildchen und in dem 2D-Bildchen hilft es, das so zu zeichnen, dass alle Widerstände in die gleiche Richtung zeigen oder dass eben Strom immer von oben nach unten fließt. Im Idealfall oder von rechts nach links, so dass man ziemlich gut diese Symmetrie und Potentialgleichheit finden kann, was also hier oben gut funktioniert. Das ist vielleicht so das allersymmetrischste Schaltbild hier, dieses eben, und bei dem hier unten, das ist dann das, wo man am einfachsten diesen Ersatzwiderstand ausrechnen kann. So, jetzt kann man sich natürlich abschließend fragen, naja, was macht man jetzt, wenn in dieser Aufgabe, wenn die Aufgabe so wäre, dass diese Widerstände nicht mehr gleich groß sind. Also wir können ja mal das exemplarisch vielleicht an dem ersten Schaltbild hier kurz diskutieren. So, also was uns hier geholfen hat, war hier oben diese Potentialgleiche und hier die Potentialgleichheit zu nutzen, weil nur dadurch waren die und die parallel. Und nur dadurch waren die und die hier parallel und die und die parallel und die beiden hier parallel und so weiter und so fort. So, wenn die Widerstände nicht gleich groß sind, was machen wir dann Schönes? Dann haben wir keine Potentialgleichheit mehr, dann können wir das auf jeden Fall nicht machen. So, also kann man das nicht mit Rein- und Parallelschaltung lösen. Könnte man sich dann was überlegen in einem solchen Fall? Also was vielleicht potenziell funktionieren könnte, ist zu sagen, ich sage, das sind ja immer Sterne hier. Also weil ja immer ein Widerstand an drei, also an einem Knoten immer drei Widerstände angeschlossen sind. Ich habe hier einen Stern und ich habe hier sozusagen einen Stern und ich habe hier einen Stern. Jetzt könnte ich probieren, diese Sterne jeweils in ein Dreieck umzuwandeln. Und dann sehe ich aber schon, da habe ich hier so ein bisschen Problem, weil wenn ich das hier oben mache mit dem Dreieck, mit dem Stern, dann fehlt mir der Widerstand für den Stern hier unten. Und vielleicht müsste ich den Widerstand überhaupt mal in zwei Teile aufteilen und den halben Widerstand da oben mitzurechnen und den anderen da unten. Oder vielleicht reicht es auch, wenn ich das da oben in ein Dreieck umwandle und es auf einer Seite mache. Also auf jeden Fall ist das, glaube ich, ziemlich trickreich, diese Aufgabe zu lösen mit der Stern-Dreieck-Transformation. Und wenn wir einen Stromquellen setzen und Arme machen, richtig, das ist eine ganz exzellente Idee. Ja, also in dem Fall, wenn jetzt diese Widerstände alle nicht gleich groß sind, schreit das sehr, das mit Knotenspannungsanalyse zu rechnen. So, und das kann man sich jetzt im Prinzip mal einmal überlegen für diese,
für dieses Problem. Ich speichere den jetzigen Stand noch mal einmal kurz ab als Aufgabe 29c und scroll mal ganz nach unten und spendiere uns noch eine neue Seite, die da automatisch erscheint. Und schreib jetzt mal sowas hin. Also, was wir ja machen könnten, zum Beispiel, jetzt muss ich mal hier das Zoom-Overlay nutzen, um hier drüben zu zeichnen. Also, wenn wir den Ersatzwiderstand wissen wollen würden von 1 nach 2, ja, dann könnten wir einfach sagen, wir nehmen hier unten eine Stromquelle, schließen hier eine Stromquelle an mit einem Ampere zum Beispiel Strom. Das ist ein Ampere Strom und sagen, das hier ist der Bezugsknoten. Ja, wobei das eigentlich ziemlich ungeschickt ist, das so zu machen, weil wir dann ja alles andere irgendwie einmal komplett neu durchnummerieren müssen. Weiß nicht, eigentlich wäre es schlau, irgendwie den letzten Knoten als Bezugsknoten zu nutzen, aber da ist ja jetzt ja nicht unser Widerstand angeschlossen, um den es jetzt hier geht. Aber also auf jeden Fall, wir lassen hier 1 Ampere Strom fließen und die Spannung, die sich von hier nach hier ergibt, U von 2 nach 1, die entspricht dann wertmäßig in Volt natürlich genau dem Widerstand der Schaltung. So, und im Endeffekt, können wir das jetzt mal so machen und so ausprobieren? Also ich würde ja vorschlagen, wir schmeißen den Knoten hier oben weg und nehmen den als Bezugsknoten, weil dann sind die anderen Knoten bleiben einfach so und dann nehmen wir einfach nachher die Knotenspannung minus die Knotenspannung und dann kommt das eben dabei raus. So, dann kann mein Zoom-Zeichen-Dings wieder weg, dann kann ich hier drüben weiterzeichnen. Also wir brauchen jetzt dann einfach für Knotenspannungsanalyse ein Gleichungssystem in Matrixform. Ja, und das hat 7 Gleichungen und 7 Unbekannte, nämlich die 7 Knotenspannungen. Irgendwas ist hier immer Phase, wenn ich auf das, ich glaube, ich muss immer erstmal einmal hier draufklicken, dass das zeichnet. So, genau. Also die 7 Knotenspannungen wären, die Spannung U1,0, die Spannung U2,0, die Spannung U3,0, die Spannung U4,0, U5,0, U6,0. Bildschere geht hier wieder auseinander. So, und U7,0. Aber gestern Abend war auch Glühweinabend in der Baracke. Dann haben wir hier drüben die Quellen. Wo taucht da jetzt die Stromquelle auf in diesem Vektor? Die fließt von Knoten 1 weg und fließt auf Knoten 2 drauf zu. Also hier muss minus 1 Ampere stehen, hier muss plus 1 Ampere stehen und sonst stehen hier überall Nullen. Also ziemlich einfache rechte Seite des Gleichungssystems. So, und hier haben wir jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spalten und haben auf jeden Fall eine Hauptdiagonale. So, was steht auf der Hauptdiagonale jeweils dieser Matrix, wenn wir Knotenspannungsanalyse machen? Die Leitwerte der einzelnen Widerstände. Genau, die Summe der Leitwerte an dem jeweiligen Knoten. Und jetzt können wir natürlich mal trotzdem im Prinzip jetzt für unser Beispiel, um mal so eine Probe zu machen, diese Symmetrie nutzen und sagen, also hier steht 3 mal G. Und hier steht auch 3 mal G, weil die ja alle gleich groß sind. 3 mal G, 3G, 3G, 3G und 3G. Ja? Und eigentlich, also wenn ich das mal zum Beispiel für diesen letzten Knoten hier unten exemplarisch mache, für den Knoten 7, dann würde hier eigentlich stehen, das wäre der Leitwert zwischen, also des Widerstandes, wenn die alle unterschiedlich sind, zwischen dem Knoten 6 und 7, zwischen dem Knoten 7 und 3. Genau, 3 und 7 und der Leitwert zwischen dem Knoten G8 und 7 oder 7 und 8. Mal so rum, immer in aufsteigender Reihenfolge. Ja? Und jetzt bei uns sind die alle
gleich groß. Wenn die unterschiedlich wären, wäre das einfach die Summe von denen. Und dann müsste man die eben einmal ausrechnen, einmal da aufschreiben. Okay, so, und dann auf den Nebendiagonalen dieser Matrix steht immer was? Der Leitwert zwischen den Knoten. Genau, da steht der Leitwert zwischen den Knoten und zwar immer mit negativen Vorzeichen. Also hier steht immer ein Minus G, immer ein Minus G, weil natürlich zwischen jedem Knoten, also ich mache jetzt hier immer Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und hier steht auch ein Minus, Minus G und Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt. Also hier steht überall Minus G, weil natürlich zwischen jedem Knoten und jedem anderen Knoten immer ein Leitwert angeschlossen ist. So, also eine sehr einfach gefüllte Matrix, da kommen Knotenspannungen raus und als Quellen geben wir einmal plus und minus 1 Ampere diese Stromquelle da rein. Und naja, wenn ich das jetzt nochmal für das letzte Minus G hier unten exemplarisch mache, also wenn die Widerstände nicht gleich wären, dann wäre das ja 6. Spalte, 7. Zeile, dann wäre das genau minus G6, 7. Ja, also genau der Wert hier bloß negativ. Und dann hätten, jetzt in unserem Fall sind die Widerstände alle gleich groß, sind die Leitwerte alle gleich groß, sonst wären die eben unterschiedlich groß. Aber ändert ja prinzipiell nichts an der Form, an der Struktur dieses Gleichungssystems, ändert eben nur was an den Zahlenwerten. Okay, und jetzt können wir ja mal testweise dieses Gleichungssystem lösen. Das machen wir natürlich mit Octave, weil MATLAB dauert viel zu lange zu starten und ist auch in dem Fall ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also hoffen wir mal, dass hier irgendwie Octave gleich mal lädt. Ah ja. So, da passiert was. Und ich mache mal das hier zu und ein bisschen kleiner. Und schiebe das mal hier rüber auf die Seite. Und gehe mal in den Editor rein und mache jetzt mal vielleicht an der Stelle kurz das Overlay hier in Zoom weg. Und gönne uns mal auch hier ein neues Skript und mache mal die alten Aufgaben zu. Was ja immer gut ist, ist irgendwie ein Clear All. Close All brauchen wir nicht, weil wir potenziell keine Diagramme aufmachen werden. Wir brauchen jetzt eine G-Matrix. Und in der G-Matrix steht jetzt immer drin, tja, also, also wenn man sich jetzt so ein bisschen schreibt, jetzt müssen wir uns was Geschicktes überlegen, wie wir diese Matrix schreiben. Ja? Also was wir vielleicht auf jeden Fall erstmal schreiben können, ist R ist 1 Kiloohm und G ist 1 durch R. So, dann haben wir schon mal einen Wert für die jeweiligen Gs. Und jetzt würde ich vorschlagen, also wir nehmen eine Matrix, können wir jetzt mal hier erstmal ein Befehlsfensterchen machen. Also mit Ones 7 kriege ich eine Matrix, die 7 kreuz 7 groß ist, wo überall Einsen drin stehen. Wenn ich die jetzt mal minus G rechne, dann habe ich, achso, G kennen wir jetzt erstmal nicht. Müssen wir das jetzt hier vielleicht mal einmal kurz ausführen und das erstmal abspeichern. Aufgabe 29. So, jetzt kommt natürlich hier so eine kleine Fehlermeldung, aber G kennen wir jetzt. Nee, kennen wir immer noch nicht. Weil er das nicht parsen kann ja an der Stelle. So, also dann das ausführen. Dann haben wir auf jeden Fall ein G. Und jetzt können wir da weitermachen mit dem Ones. Also Ones mal minus G macht jetzt eine Matrix, wo überall minus G drin steht. Und jetzt will ich ja aber nur auf der Hauptdiagonale hier drüben, will ich immer 3G stehen haben. Also bräuchte ich jetzt noch eine Matrix, wo nur die Hauptdiagonale drin vorkommt. Und die müsste zum Beispiel 4G groß sein. Wenn ich auf minus G 4G draufrechne, kriege ich genau 3G. Ja, das wäre so die Idee. So, und eine Matrix, wo nur die Hauptdiagonale drauf ist, kriegt man meines Erachtens, glaube ich, mit Diag hin. Also, wir können ja mal machen, help Diag. Und dann sagt er uns hier irgendwie, Diag macht eine Diagonalmatrix.
mit einem Vektor k auf der Diagonale k. So richtig versteht das wie immer kein Mensch. Also wir probieren das mal einfach aus. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn man Diag 7 macht. Ja, dann kommt, okay, dann kommt eine 7 raus. Das hilft uns nicht so wahnsinnig viel weiter. Also wenn wir mal machen, irgendwie sowas wie 7 und 7. Naja, das ist ja auch ein Quatsch. Vielleicht ist das die in den Eckenklammern die 7 und die 1 zum Verschieben. Naja, und die 1 zum Verschieben, ja. Aber ich will ja eine 7, ich will ja, also. Also in Eckenklammern nur 7? Ja. Also was auf jeden Fall gehen würde, ist, wenn ich hier 4 mal g reinschreibe und das 7 mal. Aber eigentlich will ich das ja genau nicht machen. Ich will nicht da 7 mal 4g reinschreiben. Also ich mach mal sowas nur mit 2. So, dann kriege ich das schon mal hin. Ne? Und wenn ich das jetzt noch, was macht denn das n? Achso, m rows in n columns. Genau, das 1 verschiebt um 1, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Es soll ja auf die Hauptdiagonale bleiben. Aber m und n. Also wir können mal noch probieren, was passiert, wenn man Diag 7 macht. Dann macht er überhaupt gar nichts mehr. Also macht er auf jeden Fall eine 7 Kreuz 7 Matrix. Aber es hat keinen Eintrag mehr. Achso, und jetzt hat das, ich verstehe, also auf der 777, da hat es jetzt ganz oben 7, trotzdem muss das hier irgendwie, naja, gut, okay. Also ich habe eine total schlaue Idee. Also wir nehmen einen Vektor, wo überall Einsen drin stehen, die machen wir eine Zeile und 7 Spalten lang. So, den rechnen wir jetzt mal 4 mal g und daraus bauen wir jetzt eine Diagonalmatrix. So, okay, da haben wir jetzt genau das, was wir haben wollen. Ja, also manchmal muss man auch mal einmal kurz ums Eck denken. So, also unsere G-Matrix ist das, was wir vorher schon hatten. Also einfach diese Ones-Geschichte hier. Ja, also erstmal eine Matrix, wo überall minus G drin steht und dann rechnen wir noch eine Diagonalmatrix dazu, wo 4 mal G drin steht und dann sollte uns das genau das machen, was wir haben wollen. In der Zeit hätten wir jetzt natürlich auch das einmal so aufgeschrieben, fehlerfrei, aber das ist ja nicht, darum geht es ja überhaupt gar nicht. So, also G-Matrix, kurzer Check, macht genau das, was es soll. Dann brauchen wir natürlich noch den I-Vektor. Ja, und da steht eben drin eine minus 1, eine 1, also in der nächsten Spalte und 5 Nullen. Sind das 5? Ja, das passt. Und damit können wir jetzt im Endeffekt schon unseren Vektor mit den Knotenspannungen lösen. Ich nenne das mal hier vielleicht noch IQ-Vektor, das ist ein bisschen eindeutiger. Ja, indem wir dieses Gleichungssystem lösen. Also links Multiplikation der Inversen dieser Matrix an den Vektor mit den Quellen. Man könnte auch Inverse dieser Matrix schreiben, mal das, aber das hier ist numerisch ein bisschen effizienter und dann kommt da dieser UKN-Vektor raus. Und jetzt ist unser Ersatzwiderstand R12 wäre eben, so wie vorhin aufgeschrieben, wäre die Knotenspannung am Knoten 2 minus die Knotenspannung am Knoten 1 geteilt durch den Strom IQ. Ja, und IQ schreibe ich mal vielleicht nochmal hin. Also da haben wir gesagt, das ist total schlau, wenn wir den auf 1 setzen, aber im Grunde ist es auch egal, weil sich das genau am Ende einmal rauskürzt. Wir multiplizieren mit IQ, wir teilen durch IQ, aber ist egal, wenn der 1 ist. So, und dann sollte das eigentlich passen. Und dann lasse ich das mal abspeichern und ausführen. Und dann kommt hier raus, dass das nicht geht, weil ich das natürlich wieder falsch genannt habe. Also ändere ich das nochmal und lasse es nochmal ausführen. Und dann geht das auf einmal und dann kommt da für R12 raus, 500 Ohm, das ist nicht gut.
Da haben wir nochmal irgendwie einen kleinen Tippfehler drin. Weil, was sollte eigentlich rauskommen? Die 583, richtig? So, also können wir ja mal kurz irgendwie in den UKN-Vektor reinschauen. Der sieht nicht so wahnsinnig schlau aus, weil hier nur an zwei Knoten was überhaupt spannungsmäßig passiert, nämlich minus 250 Volt und plus 250 Volt und die anderen sind ganz klein. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das passt irgendwie nicht. Ja, und ich glaube, ich habe eine Idee. Aber ist die Idee schlau? Mal gucken, nochmal in den IQ-Vektor rein. Also da steht auf jeden Fall minus 1 und plus 1. So, also ich hätte jetzt sagen, dass wenn der Hund irgendwo begraben liegt, dann doch nochmal irgendwo in unserer Matrix hier. Also das geht ja bis zum Knoten 7. Aber von der 7 zur 6, also der Punkt ist ja, dass dieser Knoten als Bezugsknoten rausfällt, im Sinne von, der hat eben keine eigene Zeile und Spalte in der Matrix und damit tauchen die, ja klar, nee, ich logisch. Jetzt haben wir mit der 7,5 alles verbunden. Ja, also wir haben jetzt jeden Knoten mit, wir haben jeden Knoten mit jedem verbunden. Ne? Also natürlich ist diese Matrix hier nicht voll besetzt. Das war keine schlaue Idee. So, also hier müssen wir jetzt ganz offensichtlich nochmal kurz drüber nachdenken, was hier so passiert. Also, ich glaube, wir kommen nicht umhin, jetzt hier mal Zahlen dran zu schreiben. 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, und natürlich jetzt, okay, mal jetzt zu gucken, was wirklich mit welchem verbunden ist. Also, die 1 ist mit der 2 verbunden. Hier steht ein Minus G. Die 1 ist mit der 4 verbunden. Hier steht ein Minus G. Und die 1 ist mit der 5 verbunden, hier steht auch ein Minus G. So, dann können wir weitermachen. Die 2 ist mit der 1 verbunden, die 2 ist mit der 3 verbunden und die 2 ist mit der 6 verbunden. Fülle ich mal die Nullen auch auf, 0, 0, 0, 0 und 0. Dann ist die 3 nicht mit der 1 verbunden, die 3 ist mit der 2 verbunden, die 3 ist auch mit der 4 verbunden, die 3 ist ansonsten nur noch mit der 7 verbunden. Und hier stehen zwei Nullen zwischen. Dann können wir weitermachen mit der 4. Die 4 ist mit der 1 verbunden, die 4 ist nicht mit der 2 verbunden, aber mit der 3. Und ansonsten nur noch mit der 8 und die taucht aber nicht auf. Ja, dieser Leitwert ist, weil das der Bezugsknoten ist, ist nicht relevant. So, die 5 ist mit der 1 verbunden, mit der 2 nicht, mit der 3 nicht, mit der 4 auch nicht, aber mit der 6 und auch mit der 8. Und die 8 taucht aber wieder nicht auf. Und dann haben wir noch die 6, die ist nicht mit der 1, nicht mit der 2, aber mit der 3 verbunden und auch nicht mit der 4, aber mit der 5 und mit der 7. So, und die 7 ist 0, 0, ist nur mit der 3 verbunden und mit der 6. Und sonst auch nicht. So, und jetzt sollte diese Matrix irgendwie symmetrisch sein. Oh, kurzer Check ist jetzt hier so ein bisschen schwerlich zu sehen. Und mal hier stimmt auf jeden Fall irgendwie was nicht.
Weil hier steht 0, also 6 und 3, 3 und 6. 3 und 6 sind nicht verbunden. Was ist hier? Hier 3, 6. Die 6 ist mit der 2 verbunden, nicht mit der 3. Also minus g und 0. Der und der, der und der, der und der, dieser und jener, der und der, der und der, die beiden hier und die beiden und diese beiden hier oben. Okay. So, na gut, dann war unsere ganze schöne Diag-Geschichte hier leider vollkommen für die Katz, aber egal. Also vielleicht ist es trotzdem schlau, mit dieser Diag-Geschichte anzufangen und die schon mal zu haben. Ja? So, und vielleicht ist es, also ist jetzt nett, die Matrix so aufzuschreiben, aber wahrscheinlich ist es am Ende einfacher, jetzt um die Matrix zu füllen, einfach immer zu sagen, ich schreibe diskret einfach die Einträge hin, da wo ich nochmal ein Minus G habe. Ja, so, also ich gehe einfach die Liste jetzt durch, die ich hier habe. Und das habe ich bei, also eigentlich alle Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Ich habe was von der 1 zur 2, ich habe was von der 1 zur 4 und ich habe was von der 1 zur 5. So, wenn ich das immer so mit 1 und 5, 5, 1 mache, habe ich das auf jeden Fall auch richtig gefüllt. Dann habe ich was von der 2 zur 3 und von der 3 zur 2 und von der 2 zur 6 und von der 6 zur 2. Jetzt muss ich immer nur in größere Richtung das machen. Die von der 2 zur 1 habe ich ja schon hier oben. Ja? So, dann mache ich weiter mit der 3. Also von der 3 geht es noch zur höheren Zahl zur 7 und auch von der 7 wieder zurück zur 3. Und es geht von der 3 zur 4. 3, 4 und 4, 3. So, dann habe ich die 3 abgearbeitet. Von der 4 geht es nicht weiter, weil die 1 haben wir schon, die 3 haben wir schon, die 8 ist nicht relevant. Von der 5 geht es zur 6. Und von der 6 natürlich auch zurück zur 5. So, von der 6 geht es noch zur 7. Und von der 7 auch zurück zur 6. Und das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein. Richtig? So, also klicken wir einfach nochmal auf Run und klicken aufs Befehlsfenster und dann geht das hier nicht, weil non-conformal arguments. Zeile 7, Spalte 7. Naja, klar. Das hier vorne muss immer überall ein G-Matrix sein. Kann ich hier bearbeiten, suchen und ersetzen machen? Stimmt. So, also ersetzen. Schließen und nochmal ausführen. Und dann geht das schon. Und dann, ja, zum Glück gibt uns das jetzt den richtigen Wert. Das ist schon mal sehr schön. Dann speichere ich das jetzt einfach nochmal unter einem neuen Namen ab. Nenne das mal Aufgabe 29a, das hatten wir jetzt. Dann nenne ich das mal Aufgabe 29b. So, und jetzt war ja der Initialaufwand, das zu lösen, relativ groß. Ja, um auf diese Matrix zu kommen, jetzt diese einzelnen Einträge hinzuschreiben. Jetzt kommt aber so der große Vorteil, wenn ich jetzt eine andere Teilaufgabe hier lösen möchte und zum Beispiel das von 1 nach 3 mache, ja, dann muss ich ja einfach nur diese gedachte Stromquelle woanders anschließen. Also vorher war die von hier nach hier angeschlossen, jetzt schließe ich die von hier nach hier an. Also ich nehme jetzt wieder diese 1 Ampere oder IQ Stromquelle und schließe die jetzt so an, dass die diese beiden Knoten miteinander verbindet mit diesem 1 Ampere. Und jetzt muss ich eben
die Spannung hier am Ende auswerten, die Spannung U3.1. Also muss ich an meinem Skript hier nur ganz wenig ändern. Nämlich, ich muss sagen, die Quelle fließt vom Knoten 1 weg und die fließt jetzt auf den Knoten 3 zu. Und ich muss am Ende sagen, ich will die Spannung am Knoten 3 haben, minus die Spannung am Knoten 1 und das auswerten. Und dann klicke ich auf Run und sollte im Idealfall jetzt auf die 750 Ohm kommen. Vielleicht sollte ich es mal noch R13 nennen. Und klick mal dahin und zeige jetzt das Ergebnis an für R13. Und sieh da, es sind 750 Ohm. Das passt ziemlich gut. Ja, und jetzt können wir natürlich total übermütig werden. Und sagen, naja, wenn ich jetzt das von 1 nach 7 haben will, dann muss die Quelle eben von 1 nach 7 angeschlossen werden. Also speichere ich das nochmal neu unter Aufgabe 29c und ändere den Plus-IQ-Eintrag eben auf den siebten Knoten. Da fließt jetzt auf den siebten zu und dann rechnen wir R17 aus, indem wir die siebte Knotenspannung nehmen, davon die erste abziehen durch IQ teilen. Und klicken schon mal auf Run, gehen mal auf die Ergebniskontrolle, es sollten 833 Ohm rauskommen, gehen ins Befehlsfenster, klicken auf R17 oder geben das ein, es kommen 833 Ohm raus, ganz fantastisch. Ja, und das ist jetzt natürlich nochmal ein sehr schöner Vorteil von so Knotenspannungsanalyse. Ja, also der Initialaufwand ist relativ hoch, aber wenn man das jetzt eben einmal für eine solche Schaltung gemacht hat, dann ist mit der Matrix ist jetzt eben die Schaltung beschrieben und naja, sowas wie andere Ersatzwiderstände ausrechnen hier heißt eben andere Quellen anschließen und andere Quelle heißt einfach, ich habe eine andere rechte Seite von diesem Gleichungssystem und multipliziere eine andere rechte Seite ran und werte das ein bisschen anders aus. Ja, also die Matrix ist eben jetzt hier immer noch diese Matrix. So, und das, was wir jetzt vielleicht als letztes mal machen könnten, ich ziehe das mal hier rüber und suche jetzt nochmal hier das Octave-Fenster, suche mal das Befehlsfenster und tippe jetzt mal ein G Matrix. Also, wenn man das jetzt kontrollieren wollen würde, wir sehen jetzt hier leider nicht alle Spalten, aber also hier vorne mal geschaut, steht ein 3G und eine minus 1 und 0 und minus minus und 0, 0. Das ist genau das, was wir hier haben. Ja, und dann hätten wir minus und der vorletzte wäre wieder ein Minus. Also es passt. Also die Matrix hier ist natürlich jetzt auch auf jeden Fall die Matrix, sonst wären wir jetzt ja hier nicht auf die richtige Lösung gekommen. Okay, damit aus meiner Sicht sehr schöne Lösung dieser Aufgabe 29 hier mit diesem ominösen Widerstandswürfel, auch nochmal mit der Knotenspannungsanalyse.